Peter Grimm ist heute Abend auch bei uns, der Leiter des Jugendamts des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, der auch genauso fasziniert, wie wir alle gerade hingeschaut hat, nochmal, weil man ja auch bei Jasmin tatsächlich denkt, da flackert immer wieder sowas wie Einsicht auf. Sie kann ihre Situation auch ganz gut beschreiben, sagt, da fehlt mütterliche Liebe. Es war mein Fehler, überhaupt nach Köthen zurückzukommen nach der Heimzeit. Sie hat ja auch mal zwischendurch gesagt, ich will mit diesen Ritters gar nichts mehr zu tun haben. Glauben Sie, sie hat Chancen, irgendwann wieder ein halbwegs geregeltes Leben zu führen, weil sie diese Einsicht hat? Ja, ich denke schon, wenn sie diese Einsicht auch in die Tat umsetzen würde. Also ich denke, ich würde ihr folgen. Sie hat das im Film gesagt, es war ein Fehler, nach Köthen zurückzugehen und sich in diese Ursprungsfamilie wieder einzuleben und sich dort niederzulassen. Mhm. Also ich denke schon, wir haben ihr alles mitgegeben in den vielen, vielen Jahren Heimerziehung. Und sie hat alle Chancen, wenn sie sich lösen würde von dieser Familie. Aber die nächste Ritterenkelin, die aus der Heimbetreuung entlassen wird mit der Volljährigkeit, hat schon das Angebot, sie kann nach Köthen kommen und bei Jasmin in der Wohnung einziehen. Da sind sie, springen Sie nicht gerade vor Freude hier aus dem Sessel, ne? Nee, da springe ich nicht aus dem Sessel. Aber die sind dann erwachsen, da können wir nichts machen. Wir können Ratschläge geben. Und das ist ja jetzt nicht der erste Fall in der Familie, dass wir also alles Mögliche anbieten, bis hin zur Nachbetreuung für junge Volljährige. Diese Angebote werden halt nicht angenommen. Was für ein Muster steckt dahinter, dass sowohl die Kinder, aber vor allem eben auch die Enkel dann doch wieder zurückkehren, dorthin an den Ort, der ihnen nicht nur gut getan hat? Mhm. Auch in die Familienzusammenhänge, die ihnen wahrlich nicht gut getan haben. Ja, das ist schon richtig so. Also wenn man das betrachtet, also kann man ja alle möglichen Theorien verfolgen oder nachgehen. Ne, ich empfinde dieses, was wir ganz oft sehen in diesen Beiträgen, die sie bringen und die auch wirklich so in der Realität sind, dieses Prinzip Zuckerbrot und Peitsche, ne, dieser vollständige Liebesentzug, ne, und auf der anderen Seite dieser Überschwang, ne, nie machen, macht jemand was, immer sind andere schuld, die Jungs sind alle unschuldig, die werden alle unschuldig verhaftet und immer sind alle schuld, aber nicht die Familie selbst. Ne, und auf der anderen Seite gibt es halt Situationen, wir sehen das auch in diesen Filmen, ne, wo sie da ihren Sohn betitelt hier, mach dich weg, du Lappen, kriegst keine Kippe, und im nächsten Moment fallen sie sich wieder um den Hals. Also diese, ich würde das ja fast Entmenschlichung nennen. Ne? Also die werden ja völlig niedergemacht, diese Kinder. Die sehen sich schon die erste Generation oder die zweite, oder alle Generationen. Ne? Die sehen sich, und das sagt doch Jasmin, wenn meine Mama einmal gesagt hätte, ich hab dich lieb oder so, das gibt's dort nicht. Ne? Die werden niedergemacht, die werden runtergemacht, die sehnen sich nach Zuwendung. Und bleiben genau deshalb in der Bezugsfamilie. Ich vermute, dass es also, das ist ja, was Sie beschreiben, genau. Ist ja der Grund, dass Sie die Enkel auch aus der Familie, ja, genommen haben, untergebracht haben. Ist es richtig, ja, dass selbst in den Jahren der Unterbringung Karin Ritter und ihre Söhne ja fast schon konspirativ Kontakt, ja, zu den Enkeln gehalten, ja, haben? Wie das muss man sich das vorstellen? Das ist also mehrfach nachgewiesen. Wir haben die Hinweise bekommen aus dem Heim. Wir konnten den Umgang auch nicht verbieten. Wir haben das also durch eine getrennte Unterbringung probiert, also die Kinder in verschiedenen Heimen, in verschiedenen Häusern in Heimen. Ne? Und wir haben immer wieder Nachrichten gekriegt, dass also Handys eingeschmuggelt wurden, dass ihr heime Kontakte stattfanden und dass die Kinder dann instruiert wurden, was zu tun ist. Ja, also jetzt konnte ja jeder aber seit Jahren auch wirklich sehen, wie in so einer Chronik eines angekündigten Scheiterns, worauf das hinauslaufen wird in dieser Familie. Und Sie haben das Urteil gerade selber im Film gesehen, da hat das Jugendamt auf kompletter Linie versagt. Ja. Ich glaube, Sie räumen selber ein, wenn man das mal wie vergangene Woche so geballt in 90 Minuten sieht, hat man den Eindruck, das ist komplettes Staats- und Behördenversagen. Ja. Ist dem so? Also muss man da letztlich sagen, Offenbarungseid, da können wir Behörden nicht besser? Also ich würde schon einräumen wollen, sage ich jetzt mal, dass das so aussieht. Na, als ob weder wir als Jugendamt noch Behörden noch Stadtverwaltung, Landkreis, als ob irgendjemand da vernünftig gearbeitet hätte. Na, aber wenn man jetzt die Hintergründe kennt, na, also es gibt ja kein Kind oder kaum ein Kind in dieser Familie, wo der Staat nicht eingegriffen hätte. Na, wo nicht Heimerziehung angeordnet worden wäre, bis hin über die Familiengerichte, wo ambulante Leistungen gebracht. Wir hatten damals diese große Wohnung in dem Gutshaus organisiert, Sozialpädagogen hingeschickt. Also die Stadt Köthen
sage ich jetzt mal, auch wenn das immer so scheint mit dieser Angerstraße oder Augustenstraße, ne, es ist ja wirklich bewundernswert, was die Stadt getan hat in den Jahrzehnten. Wir reden ja über Jahrzehnte, nicht über ein paar Monate. Ne, in der Angerstraße, es waren Toiletten, es war alles da, Familie Ritter. Dauert eine Woche, 14 Tage ist alles hin. In der Augustenstraße, das war in einem vernünftigen Zustand, das weiß ich. Das war innerhalb kürzester Zeit hin. Der Oberbürgermeister setzt sich da auf den Boulevard, spricht mit Frau Ritter, bietet Wohnung an. Der Landrat hat sich gekümmert, der Stadtrat, wir hatten es im Jugendhilfeausschuss. Es gibt ja niemanden, der irgendwas nicht versucht hätte. Herr Grimmen, auch dieser Teil der Geschichte ist ja von uns hinreichend dokumentiert. Ja. Man kann sich Teile unserer Ritter-Doku auch noch mal auf sterntv.de anschauen. Was, glaube ich, klar geworden ist, die Einflussmöglichkeiten der Jugendämter sind dann am Ende auch begrenzt. Und am Ende muss man sich auch immer helfen lassen wollen. Danke, dass Sie das heute noch mal so für uns klar gemacht haben, dass Sie zu uns im Studio gekommen sind, und für die weitere Arbeit alles Gute. Danke Ihnen, Peter Grimm. Danke.